Wake News Radio, Wake News TV, für alle, die aufwachen wollen. Neue Weltordnung, Versklavung, DIMS, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, wakenews.net. My color TV's all purple and green. I got a broke down secondhand washing machine. Whenever it gets bored, it decides to flood. I drive a taxi cab for minimum wage. I worry about the bills I can barely pay, and I finally decided being poor sucks. Being poor sucks. Being poor sucks. No matter what you got, seems like you never got enough. Being poor sucks. Being poor sucks. It's generic beer, generic cigarettes. Your girl splits in some strange Corvette. Your lottery tickets are all losing bets. Hey, being poor sucks. Got an old Cadillac, but it's up on blocks. I got two guitars, but they're both in hock. I caught athlete's foot from my cheapo thrift store shoes. The rent this month is a real tight squeeze. I've been ordering cheeseburgers without cheese. And I got a pet case of it. Being poor sucks blue. Being poor sucks. Being poor sucks. You're almost out of debt when some weird new expense comes up. Being poor sucks. Being poor sucks. It's generic beer, generic cigarettes. Your girl splits in some strange Corvette. Your lottery tickets are all losing bets. Hey! Could somebody out there please buy me a drink? Hey! Buy your own drink! Being poor sucks! News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der DIMS und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, es ist Elf vom Wake News Radio, Wake News TV. Ich grüße euch zur heutigen winterlichen Sendung. Ja, wir haben nicht nur Schnee draußen und ziemliche Kälte hier in Basel, sondern gestern Abend ist auch noch hier in dem Haus, im kompletten Haus, die Heizung ausgefallen. Ja, wir machen jetzt gerade einen Härtetest hier. Wir sind ja bei Wake News gut ausgerüstet, habe jetzt hier eine Outdoor-Jacke an, sodass also man das überstehen kann. Häufig ist es ja zu heiß im Studio, jetzt ist es zu kalt und da helfen auch die Scheinwerfer nicht. Also nicht wundern nachher im Video, aber anders geht's nicht. Sonst klappern immer die Zähne die ganze Zeit beim Sprechen und das ist auch nicht gewünscht, oder? Ja, also ihr seht, es gibt immer wieder nette Überraschungen, ja. Aber gut, es wird da schon fleißig unten im Keller dran gearbeitet, aber es ist eben noch nicht umgesetzt hier. Wer weiß, wie lange das dauert, ne? Hä? Okay. Ja, aus dem Leben gegriffen, hier direkt von Basel. Ja, super, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut mit dem Wetter, aber klasse ist das, weil ihr gebt mir jetzt hier auch die Hitze, ne? Die Wärme für die Sendung. Ja, und wir danken natürlich mal allen Musikern, DJs, Bands und Musikproduzenten, die uns Musik zur Verfügung stellen. Und wir hörten jetzt hier gerade von Patrick Bax von Charlene Holt, Being Poor Sucks. Also übersetzt heißt das, arm sein ist eben miserabel. Ja, ja? Okay, ja, kann das irgendeiner nachvollziehen hier, der zuhört? Okay, ja, und da geht es ja jetzt auch
in dieser Sendung ein wenig darum. Aber wenn ihr hier zuhört als Musiker, DJ, Band und Musikproduzent, ihr könnt uns auch eure Musiker mal zur Verfügung stellen als MP3, einfach reinsenden unter radio@wakeness.net. Wir setzen uns dann wieder mit euch in Verbindung, immer darauf Acht geben, dass es frei ist von Rechten Dritter. Sonst können wir es bei YouTube nicht ohne Strike, ja, ohne Belästigung hochladen. Ja, und wir wollen ja immer die Musik dann auch gerne hochladen, beziehungsweise spielen, die von euch ist. Ja, die letzte Sendung, Krieg der Reichen und Globalisten gegen die Menschen, ist hochgeladen worden, ist also schon als Video seit gestern verfügbar. Könnt ihr euch anhören und ansehen inzwischen, also unbedingt das tun. Auch an Martins Sendung bin ich noch dran. Da gab es auch wieder irgendwelche technischen Herausforderungen mit diesem Titel 55 komprimierte Fragen zur Asylproblematik. Auch eine nachdenkenswerte Sendung, die wir also auch in Kürze dann als Video verfügbar machen können. Ja, und im Moment purzeln ja da so hinein die ganzen unsäglichen Missetaten des Regimes, das uns also in die Verknechtung führen will, in die Diktatur, wo wir und vor allem unsere Nachfahren, unsere Kinder, Kindeskinder beziehungsweise unsere Jungen, für die, die aufgewacht sind, sich zu Menschen erklärt haben, wo es die dann besonders schwer haben werden. Die wachsen, und das wollen wir natürlich nicht, aber die wachsen vielleicht schon in Sklaverei auf. Und das gilt es ja hier mal auch von uns aus zu versuchen zu verhindern. Ja, oder? Also, so ist das. Ja, und wir danken immer allen, die uns hier auch mit übertragen. Wer das alles ist, das könnt ihr finden auf der Seite wakeness.net, Wakeness Radio. Und natürlich auf der Blogseite mywakeness.wordpress.com. Wenn es irgendwen gibt, der uns nicht empfangen kann, manchmal lese ich sowas, dann bitte Meldung und uns bitte informieren. Dann können wir versuchen, ob wir von uns aus irgendwie dazu beitragen können, dass das wieder funktioniert. Häufig liegt es natürlich auch vielleicht an euren eigenen Einstellungen, auch immer mal überprüfen, ob ihr nicht vielleicht einen Bug eingefangen habt, also einen Fehler im Programm oder im Gerät, beziehungsweise eine Malware, das ist ja alles Englisch, also eine bösartige, einen bösartigen, kein Virus, aber bösartige Software, die euch ausspioniert und auch das ganze System lahmlegen kann. Auch da lohnt es sich, einmal alles durchzuchecken und auch den PC oder euer Empfangsgerät aufzuräumen. Ja, eigentlich was ganz Normales. Ich mache das auch die ganze Zeit, weil wir natürlich auch allen möglichen Angriffen ausgesetzt sind. Also es ist absolut notwendig, das zu tun. Ja, das vielleicht auch mal dazu. Und ihr könnt natürlich mitmachen. Ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakeness.net. Das ist die E-Mail-Adresse hier von mir, wo ich das dann auch in der Sendung noch mit reinnehmen kann und vorlesen kann. Ja, unbedingt tun, weil es ist immer wichtig, dass die Menschen miteinander hier auch diese Informationen teilen können. Später wird der Link dann auch immer in dem jeweiligen Artikel untergebracht. In der Regel schaffe ich es, das zu tun. Wenn da mal was fehlen sollte, dürft ihr euch ruhig melden. Man übersieht ja mal was, oder? Auch ich. Ja, passiert mir auch. Das dürft ihr tun. Gut, wir müssen alles suchen, aber immerhin habe ich es ja auf der Seite alles zusammen. Also man muss ein bisschen runterscrollen. Das ist halt sehr viel Information, die ihr da findet. Und da darf man sich dann da ein wenig umsehen. Ja, die heutige Sendung heißt die Hungerspiele, beziehungsweise Hungerspiele, die Armutssprengsätze. Ja, und wir haben über diese Taktik des Aushungerns ja schon häufiger diskutiert, aus verschiedensten Blickwinkeln das betrachtet, aber wir dürfen sehen, dass wir immer ärger in die Bredouille kommen, so sagt man das ja, in die Not kommen. Und mir geht es jetzt auch so, ich habe darüber ja berichtet in meinen verschiedenen Sendungen, dass man mich hier auch in die Mangel nimmt in Basel. Die sogenannten Ämter haben oft mal den Auftrag, hier mich ein bisschen aufzumischen, indem man einfach meine
Bezüge gekappt hat, also die Unterstützungsleistung, die ich brauche, um auf den Grundbedarf zu kommen, weil meine Rente, die ich im Moment beziehe, nicht dazu ausreicht, ja, hier in Basel leben zu können. Und das ist ja auch alles gesetzlich geregelt und nichts anderes habe ich verlangt. Und nichts anderes wurde mir auch zugesagt. Ja, und dann wurde ja das mit einem Schlag 100% gestrichen mit der schalen Begründung, ich müsse nachweisen, dass eine fremde Firma wie zum Beispiel Laufdauer.de, welche Umsätze die machen oder welche, sagen wir mal, Kontobewegungen bei der Vereinigung der Wake News Medien stattfindet, beziehungsweise bei dem Verein für internationale freie Medien, was rechtliche unabhängige Einheiten sind, wo ich als Mensch und als Person, ich bin ja bei denen als Person geführt, als Illusion, wenn man so will, aber nur so machen die das ja, da gar nichts damit zu tun habe, weil das getrennt ist voneinander. Ja. Und das ist jetzt im Moment dieser Dreh- und Angelpunkt. Dazu hatte ich einen Advokaten eingespannt bzw. eingesetzt, weil ich denke, dass es hier um grundsätzliche Rechtsfragen geht, auch im System, die geklärt werden sollen. Deswegen geschieht mir das wahrscheinlich, dass ich mich da also auch als jemand darstelle, der das also ausfechten darf. Ja. Und das will ich auch und das wollen wir alle eigentlich hier auch machen. Wir wollen es bis zum höchsten Gericht bringen hier im System, damit also auch deutlich wird, was hier gespielt wird, mit welcher Willkür hier gearbeitet wird und wie, und so meine ich das, erpresserisch und ja nötigend vorgegangen wird. Ja, das vielleicht dazu. Es gibt noch keine Neuigkeiten dazu. Ich bin also immer noch bedürftig, brauche also immer noch Unterstützung. Wer uns und mir speziell hier helfen will, darf das tun. Es gibt dort einen Link, Helft Detlef. Da sind die weiteren Beschreibungen drin, wie man das machen kann. Wer dazu Fragen hat, darf mich auch gerne persönlich ansprechen unter redaktion@breaknews.net. Dann gebe ich da Informationen. Und ich danke natürlich allen, die das bereits tun oder getan haben oder es vorhaben. Ja. Ganz toll, super, dass ihr mir so helft, weil anders wäre es gar nicht möglich. Ja, sind wir also beim heutigen Thema, das ihr findet, wenn ihr auf einen der Links geht, rechte Maustaste in einem separaten Fenster öffnen, dann könnt ihr euch die Sendung quasi während der Radioübertragung auch mit durchlesen, ansehen, die Bildchen studieren, Links und so weiter. Ja, Hungerspiele, die Armutssprengsätze. Ja, auch da alles auf orange einem Hintergrund seht ihr da einige Bildchen in der Mitte von der Tafel. Und zwar geht es hier speziell um die Essener Tafel, die ja auch in die Schlagzeilen geriet. Darunter ein Bildchen von Liz Mohn, von die Herrscherin über Bertelsmann. Und darunter einige unter den Sprengsätzen, rechts da ist so eine Attrappe einer Dynamitstange. Ist übrigens echt nur eine Abbildung einer Attrappe, gefunden irgendwo im Internet. Da unten natürlich dann auch die Merkmale dieser Armutsstrategie, die gefahren wird gegen die Menschen, vor allem im Bund, in der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar Agentur für Armut. Steht da und daneben ist ein älteres Weib, das also in Müll nach verwertbaren Nahrungsmitteln oder Ähnlichem sucht. Dann rechts daneben ein Verzweifelter, der also im Kampf mit den Jobcentern und Arbeitsagenturen und so weiter inzwischen zum Skelett geworden ist. Wir wissen, es gibt auch viele Todesfälle dabei von Menschen, die also das System dort in der Beziehung schon auf dem Gewissen hat. Ja, und dann natürlich der ganz wichtige Punkt, das ist die, die Entwurzelung durch die Zwangsräumung. Das heißt also, die Menschen verlieren ihr Dach über dem Kopf, was ja jedem droht, der nicht mehr zahlungsfähig ist, der nicht genügend Mittel hat, um eben sich irgendwo ein Dach zu mieten. Ich sage das mal so in der Form. Und das wird ja auch zunehmend schwieriger, weil das ist nicht nur in Deutschland so oder im Bund, wie ich es eigentlich besser sagen sollte,
sondern es ist eigentlich überall, weil durch die inzwischen unkontrolliert gewordenen Massen an Zuwanderern, also Migranten, Flüchtlingen, Asylanten, wie immer man sie nennt, Wohnraum immer knapper und teurer wird. Und viele haben sogar ihre Wohnung oder ihr Häuschen verloren, weil man das lieber den Migranten vermieten oder sonst wie zur Verfügung stellen will, weil da mehr Geld zu verdienen ist. Und das Geld steckt immer natürlich als die Karotte des Systems dahinter. Ja, also ihr seht, das sind brandheiße Themen, die nicht nur im Bund eine Rolle spielen, sondern auch hier. Angenommen, ich würde zum Beispiel meine Miete nicht mehr zahlen können, wäre das für mich auch das Aus. Dann müsste ich auch eine andere Bleibe finden. Ja? Also vorsorglich, das melde ich schon mal an. Ne? Vielleicht hat einer eine Idee. Okay, man weiß es ja nicht, wie lange das dauert. Und nicht ewig kann man so etwas einfach so nebenbei aufrechterhalten. Ja, gehen wir doch mal rein. Gleich zu Anfang seht ihr auch die Abbildung mit den Totenschädeln da, die skizzierten mit dem Titel Reduktion, wo man natürlich auch im Himmel da die ganzen Chemtrails, die Todesstreifen sieht. Mit dem Link dazu bei messi.de. Das könnt ihr natürlich auch durchlesen. Ich kann natürlich nicht alles im Detail durchgehen, aber die Agenda für Bevölkerungsreduktion, so heißt es da, kein philanthropisches Unterfangen. Und da steht dann im 21. Jahrhundert hat die Eugenikbewegung, also die Eugenik ist der Begriff für das Vernichten von Menschen, von Minderheiten oder einer bestimmten Gruppe von Menschen, egal was es ist, ob sie einer Religion zugehören oder einer Kultur oder einer Hautfarbe oder was auch immer. Also im 21. Jahrhundert hat die Eugenikbewegung abermals ihre Fassade erneuert und manifestiert sich nun durch die Agenda für eine globale Steuer auf Kohlenstoff und die Denkweise, dass zu viele Kinder in einer Familie oder ein vernünftiger Lebensstandard die Zerstörung des Planeten aufgrund von globaler Erwärmung bedeuten, der ideale Vorwand für weitere Regulierung und die Kontrolle über jeden Aspekt unseres Lebens. Man denke jetzt nur an die Diesel-Hysterie. Und es gibt ja diese Pläne, ich gebe euch das dann auch gerne nochmal hinein zum Nachhören, die dort bei der Diskussion hier von Joe Conrad mit Matthias Weidner in seinem letzten Video auch nochmal dargestellt werden. Es gibt die Pläne bis zum Jahre 2050, ich sag's mal so aufgerundet, die Dieselfahrzeuge komplett abzuschaffen und überhaupt auch die Elektrofahrzeuge später wieder abzuschaffen und natürlich den Individualverkehr abzuschaffen. Ja, und das alles aufgrund ganz abstruser Behauptung, dass ein Stoff wie CO2, was ein Spurengas ist, was also ich glaube 0,003% der gesamten Luftmischung ausmacht, erzeugen soll. Das glauben die Leute. Ja, das sind ganz fanatisch darin, also um das durchzusetzen. Und jeder, der sich aber Zeit nimmt, um die Ursprünge der Bewegung für Bevölkerungskontrolle zu untersuchen, wird verstehen, dass die Rockefeller, Turner und Gates Agenda für eine drastische Bevölkerungsreduktion, die sich nun deutlich manifestiert durch tatsächliche Umweltkrisen wie Chemtrails, genetisch modifizierte Nahrungsmittel, kontaminierte Impfstoffe und explodierende Krankheiten wie Krebs, ihren Ursprung hat in dem altbekannten elitistischen Drang, Untertanen zu beseitigen wie Tiere. Ja, und mehr will ich da jetzt nicht draus vorlesen. Ihr könnt das nachlesen. Es hat noch viel, viel mehr Informationen darüber, weil dieser Genozidgedanke, dieser Eugenikgedanke fest verankert ist in politisch indoktrinierten Gehirnen. Also Leute, die da fest davon überzeugt sind, die das glauben, dass das richtig ist, dass man zu viele sei hier auf der Erde. Das hört man doch alle Nase lang auch in Diskussionen,
wo dann sogar Menschen, die eigentlich aufgewacht sein sollten, teilweise das als Argument herbeiziehen. Wenn denn das so wirklich so wäre, warum holt man dann jetzt in ein sogenanntes überbevölkertes Gebiet wie den Bund oder Europa dann noch Millionen Leute rein? Warum macht man das dann, wenn es eh schon überbevölkert ist? Also es hält irgendeiner intelligenten Betrachtung keineswegs stand. Ja, und diese genozidiale Bevölkerungsreduktion ist sehr populär in Akademikerkreisen, also auch an Unis, da wird es teilweise sogar gelehrt, ja, und so weiter. Ihr könnt das da alles aber bitte studieren, ja, wenn ihr das wollt. Ja, und darunter das auch in der letzten Sendung schon zitierte Aussage von Warren Buffett, ein Mensch, der einer auch dieser Minderheit angehört, die also diesen Planeten oder diese Erde in festem tyrannischen Griff hat, der gesagt hat, es herrscht Klassenkrieg. Richtig. Aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Ja, und solchen Leuten wird auch noch ein Teppich ausgerollt, wenn die irgendwo auftreten hier in Davos oder irgendwelchen anderen Meetings, wo dann auch Regierungen da teilnehmen und sich alle gegenseitig beklatschen und alles natürlich auf Steuerzahlerkosten und so. Ne? Solche Leute werden da also hofiert. Es ist also alles ein abgekartetes Spiel. Die Reichen, wir sprachen auch in der letzten Sendung darüber, Krieg der Reichen und Globalisten gegen die Menschen. Die Reichen haben sich seit langer Zeit verabredet, sich die Erde untertan zu machen, sie voll und ganz zu beherrschen, sie von unnützen Fressern leer zu räumen. Das tun sie jeden Tag, ob es die Polizei in den USA ist. Ihr verfolgt das vielleicht nicht so, aber ich sehe da sehr viele solche Veröffentlichungen, wo also eigentlich Unschuldige oder unbewaffnete bzw. sich längst ergeben habende Menschen von den Polizeileuten einfach niedergeknüppelt, getötet werden, erschossen, was auch immer. Ja? Also, ob es die Polizei in den USA ist, die täglich Menschen grundlos tötet, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, die dürfen das also. Und wir haben das ja gehört, auch beim Martin werdet ihr das hören, wenn die Sendung dann als Video verfügbar ist, denen werden Rechte zugestanden, die andere nicht haben. Gut, solche Rechte will ich auch gar nicht haben, andere Menschen totzuschlagen. Aber die dürfen einfach machen, was sie wollen und werden nicht dafür bestraft. Ja, oder ob es Kriege und Terrorakte sind, davon gibt es ja mächtig viele. Schon seit langen, langen Jahren, Jahrzehnten, wenn man so will. Die ja auch von diesen Reichen, das wissen wir, im Auftrag durchgeführt werden. Ob es die Ausplünderung der Natur und der Menschen ist oder sind, wo alles, wovon sich die Menschen ernähren können, systematisch zerstört, privatisiert und verseucht wird. Vor ein paar Tagen sagte mir der Michael, dass er also da eine Sendung und Artikel und Veröffentlichung gesehen hatte aus Sizilien, aus Italien, also dem Schuh von Italien, wo in einer Nacht- und Nebelaktion Abriss- und Bauunternehmer unter Anleitung von Trupps, von Hundertschaften, von bewaffneten Uniformierten, die in Dark Vader Ausrüstung dort unterwegs waren, Wiesen, Weiden, Felder von Bauern besetzt haben und sämtliche Olivenbäume dort abgesägt und kaputt gemacht haben. Teilweise Olivenbäume, die noch die ihren Ursprung hatten 1000 Jahre bevor Jesus Christus geboren wurde. Also 3000 Jahre alte Olivenbäume wurden dort einfach weggefräst, weggesägt. Man kann sich das einfach diesen Frevel überhaupt nicht vorstellen. Und das war alles nicht angekündigt, weil die Leute hatten natürlich Angst, dass die Bauern, die das also mitkriegen würden, dann vielleicht auf die Barrikaden gehen würden. Und das sind sie, aber hinterher. Aber da waren die Bäume alle weg. Das sind
70 Hektar an Bäumen sind dort vernichtet worden. Das muss man sich mal vorstellen. Was das für eine Freveltat ist. Dahinter stecken natürlich Mafiosi und andere kriminelle politische Gruppierungen, die also da das große Geld machen wollen, in Immobiliengeschäften dort, im Tourismus irgendwas investieren und so weiter. Das geschieht. Und wir haben hier auch vor Ort ja über diese Machenschaften berichtet, hier in Grenzachwilen beispielsweise, wo ein Bauer hier seiner ganzen Lebensgrundlage beraubt wurde, weil man eben an das Land ran will. Ja? Und da wurden die ungeheuerlichsten Vorwürfe gemacht, die nicht haltbar waren, und hat dort mit einer Hundertschaft dort quasi alles ausgehoben. Wir waren hier vor Ort dabei, ist aber schon ein paar Jahre her. Ja, also die Ausplünderung der Natur und die Menschen, ja, Grundlagen zum Leben, also alles, wovon sich Menschen ernähren können, wird systematisch zerstört, privatisiert und verseucht. Ob es die als sozial betitelten Sklavenprogramme sind, wo ganze Heerscharen von abhängigen Systemlingen, die zu ihnen wegen Hilfe kommenden Menschen drangsalieren, sie beuteln, als Sachen behandeln, unmenschlich vorgehen und das Wenige zu 100% sanktionieren. Ich erlebe es gerade auch, wie ich es vorhin gesagt habe. Sind es die gesteuerten Prozesse wie bei Hartz IV? Ja, das ist ja auch ein häufiges Thema hier schon in unseren Sendungen gewesen. Und wer weiß es oder wer redet darüber? Eine von der Bertelsmann-Gruppe erdachtes und lobbyiertes Sklaveninstrument zur Verarmung und Ausplünderung gedachten Werkzeuges zur Erzeugung von Massenarmut, der Vorstufe zur Vernichtung. Da stecken Globalisten dahinter. Ja, das ist tatsächlich von der Bertelsmann-Gruppe, die arbeiten ja auch alle zusammen, ja, Stiftung und so weiter, von Lismon in die Wege geleitet worden. Und das Schlimme ist, es ist offenkundig. Die Menschen können es nachprüfen. Und ich habe da eine ganze Liste von Links dazugelegt und auch die Abbildung da von der Lismon. Und ich werde das ein oder andere daraus mal zitieren, denn es ist wichtig, dass das auch mal festgehalten wird. Ich gehe da jetzt gerade mal rein. Fangen wir an mit dem Handelsblatt, weil das ist, glaube ich, da als erstes genannt. Habe ich da schon wieder zugemacht. Ja, ich habe so viele Links offen. Da muss ich das jetzt nochmal gerade eben aufsuchen. Ja, schlimme Vorwürfe gegen Bertelsmann Stiftung, das kam beim handelsblatt.com. Lobbyismus vor Gemeinnutz. Das neue Buch des Münchner Journalisten Thomas Schuler, Bertelsmann Republik Deutschland, eine Stiftung macht Politik, wirft der Bertelsmann Stiftung Machtmissbrauch vor. Der Konzern reagiert prompt. Der Mondvertraute Thielen weist die Kritik an der Gemeinnützigkeit scharf zurück. Ein Beitrag aus 2010. In unserer heutigen Zeit ist es doch eine Illusion, dass eine Stiftung oder ein Unternehmen ein Land wie die Bundesrepublik nach ihren Vorstellungen formen oder prägen kann, meinte der Gunter Thielen, der engste Vertraute von Bertelsmann Matriarchin Lismon, auf der Homepage der Stiftung. Zwischen den Zeiten ist die Wut über die Kritik am System Bertelsmann des Autors Thomas Schuler mit seinem neuen Buch Bertelsmann Republik Deutschland, eine Stiftung macht Politik, zu spüren. Ja, und ich will das auch nicht alles durchgehen, aber der hat da sehr viel aufgedeckt. Und es ist nicht nur Hartz IV, was Bertelsmann beeinflusst, sondern auch die gesamte Gesundheitspolitik. Ja, ich habe hier vor einigen Jahren mit einem Arzt hier auf der BRD-Seite gesprochen. Der hat mir gesagt, Bertelsmann sei da überall mit drin. Die würden teilweise die Regie da übernehmen in der Umgestaltung der Gesundheitspolitik, die Ärzte und so weiter da auch mit ins Gebet nehmen. Und also alles ist unter Kontrolle von Bertelsmann, so hat man den Eindruck. Und wir wissen ja, die Lismon gehört auch zu dieser kleinen Gruppe, die wir kennen, die also die ganze Erde beherrscht und hat dort sicherlich auch ihre zionistischen Kontakte. Ja, gut, also das kann man mal durchlesen, wobei das ist natürlich nur ein harmloser Bericht, ist klar.
Man darf da so mehr hineingehen und involviert sind natürlich auch die Politiker, allen voran da seinerzeit, was Hartz IV anging, der Gerhard Schröder, SPD. Und da gab es jetzt auch noch eine Veröffentlichung bei der Taz. Wie sozial ist er? Kanzlerkandidat Schulz will Teile der Agenda 2010 zurücknehmen. Entscheidend wird, ob ihm ein Kurswechsel gelingt. Gut, er ist ja nicht mehr Kanzlerkandidat, aber man weiß nie, was der noch für Sachen da vielleicht da macht. Aber der Gerhard Schröder ist eben einer der Berufspolitiker, der also berufsmäßig lügt. Und natürlich die Ziele und Aufträge seiner Arbeitgeber, nämlich der globalen Konzerne, umsetzt. Auch das könnt ihr durchlesen. Hier kam noch was Kritisches, netzwerk.de. Kinderarmut, jedes siebte Kind in Deutschland von Hartz IV abhängig. Ja, jedes siebte Kind unter 15 Jahren ist in Deutschland von den Hartz IV-Bezügen seiner Eltern abhängig. In Bremen und Berlin ist es sogar fast jedes dritte Kind, also 31,5%. Diese alarmierenden Zahlen gehen aus Daten der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2015 hervor, die die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann von Die Linke ausgewertet hat. Demnach waren im letzten Jahr im Schnitt über 1,5 Millionen Kinder von Hartz IV abhängig, 34.000 mehr als im Vorjahr und so weiter. Das ist ein bisschen ein älterer Artikel, aber es dürfte kaum anders aussehen heute. Es wird wahrscheinlich eher noch mehr sein. Auch da einfach mal reinschauen. Also Armut ist das Ziel. Ganz wichtig, dass man das weiß. Ja, und Hartz IV-Kosten, das kam hier bei Bertelsmann selbst, bei der Bertelsmann-Stiftung.de. Hartz IV-Kosten, schwache Kommunen dauerhaft hoch belastet. Die Ausgaben für Hartz IV sind ein Spiegelbild der sozialen Lage. Sie kumulieren automatisch in den armen Kommunen. Ein Abbau dieser Ausgaben scheint nicht möglich. Die Verortung der Hartz IV-Kosten bei den Städten und Kreisen bedeutet daher praktisch eine dauerhafte Benachteiligung schwacher und Bevorteilung starker Kommunen. Auch das ist wichtig. Zentralisierung. Alles wird auch immer mehr zusammengeführt, konzentriert und so weiter, damit man es mit weniger Leuten zu tun hat, die einem auch noch in die Suppe spucken können. Ja, sie geben es also selbst zu. Auch das kann man da nachlesen. Jetzt kommt noch was hier. Die Rolle der Bertelsmann Stiftung beim Abbau des Sozialstaates und der Demokratie. Oder wenn ein Konzern Politik stiftet zum gemeinen Nutzen. Das kam bei nachdenkseiten.de, die da also darüber berichtet, auch im Detail, was ich jetzt hier nicht durchgehen will, aber ihr dürft das alles mal durchlesen, um daraus zu lesen, was diese Bertelsmann-Leute alles hier den Menschen antun, im Bund und nicht nur da, weil die sind ja auch global aktiv mit ihren Medien und so weiter. Ja, also das auch nochmal wichtig. Dann die Methode Bertelsmann, das kam auch nochmal bei der taz.de. Eine Stiftung regiert im Land. Die Bertelsmann-Stiftung regiert Deutschland mit. Dabei ist sie undemokratisch und dient als Steuersparmodell. Die Stiftung bestreitet dieses. Und da ist eine Abbildung auch zu sehen von Delis Mohn und dem verstorbenen Mann. Reinhard Mohn fand in den 50er Jahren eine Steuerlücke, die ihm erlaubte, sein Unternehmen aufzubauen. Als der Staat diese Lücke schloss, fand der Bertelsmann-Chef neue, legale Möglichkeiten, Gewinne im Unternehmen zu behalten. Die Bertelsmann-Stiftung ist so eine Möglichkeit. Sie funktioniert wie eine Sparbüchse und erhält nur einen Teil der Gewinne. Viele Millionen bleiben im Unternehmen. Höhe und Verteilung der Gelder bestimmen die Familie Mohn, die die Stiftung und ihr Vermögen unter Kontrolle hat. Verrechnet man die Steuererleichterung und Ersparnisse mit den Ausschüttungen, dann zeigt sich, dass die Mohns die Stiftung de facto mit öffentlichem Geld betreiben. Das ist unternehmerisch geschickt. Moralisch ist es jedoch fragwürdig, zumal die Stiftung keine Fördergelder verteilt, sondern die Interessen der Familie Mohn vertritt. Sie dient Mohns Idee, die Gesellschaft wie ein Unternehmen zu führen und durch Unternehmen führen zu lassen, so zitiere ich von da. Wettbewerb und Privatisierung sind ihre Leitgedanken und manchmal wirkt es, als würde sie dem eigenen Unternehmen zuarbeiten. Ja, gut, die Stiftung bestreitet das natürlich alles, ist ja logisch. Ich will auch nicht alles daraus zitieren, das ist auch ein längerer Artikel, ihr dürft es nachlesen. Ja. Studiert diese Leute. Es gibt hier auch eine Seite, Verschwörungstheorien, wikia.com.
Das ist ja so ein wenig eine etwas kritischere Ansicht zu solchen globalen Konzernen wie Bertelsmann, hier der Bertelsmann Stiftung. Die Stiftung wurde, so zitiere ich von da, 1977 von Reinhard Mohn gegründet. Heute hält sie mittelbar 76,9% Shareholders, also Aktionäre, des Aktienkapitals der Bertelsmann AG. Die Stiftung beschäftigt 330 Mitarbeiter, davon sind 185 im Projektmanagement tätig. Sie wird von einem Vorstand geleitet, dem Vertreter der Bertelsmann Eigentümerfamilie Mohn, Lies Mohn und Brigitte Mohn sowie Gunter Thielen als Vorstandsvorsitzender und Jörg Dräger angehören. Johannes Meyer ist als Mitglied des Vorstandes zum 31. Juli 2009 aus der Bertelsmann Stiftung ausgeschieden. Die Stiftung wird von einem Kuratorium überwacht. Vorsitzender des Kuratoriums ist Dieter H. Vogel. Weitere Mitglieder sind Lies Mohn, Werner Bauer, Wolf Bauer, Wulf, Bernotat, Uwe Bicker, Karl-Gerd Eick, Klaus-Dieter Lehmann, Reinhard Mohn, Eduardo Montes, Elisabeth Pott, Thomas Rauschenbach, Klaus-Peter Siegloch, genau, und Wolfgang Schüssel. Ziel und Aktivitäten. Die Bertelsmann Stiftung versteht sie als unabhängige und parteipolitisch neutrale Stiftung. Die Stiftung will konkrete Beiträge zur Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme leisten. So wenig Staat wie möglich, heißt es da, und Bertelsmann Stiftung, was wir wollen, was die wollen, soll umgesetzt werden. Ne? Ist dann darin, steht dann da sogar drin. Ja. Okay, ich will das auch nicht alles durchlesen. Es gibt da auch einen kritischen Artikel darüber dann im darunter stehen. Auch das dürft ihr alles mal im Einzelnen studieren. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass diese Leute hinter den ganzen Gesetzen und den Verordnungen stehen, die ja dann letztendlich durch Politiker, durch Parteien, durch die Regierung umgesetzt werden müssen. Da gab es noch eine Veröffentlichung bei Telepolis, plagiiert, beraten und verkauft, McKinsey, Bertelsmann und Hartz IV. Das Buch Beraten und Verkauft von Thomas Leif wirbelte viel Staub auf und wurde zum Bestseller. Jetzt reklamiert der Korruptionsspezialist Werner Rügemer etliche Passagen aus Leifs Buch für sich und so weiter. Aber wichtig ist, dass dort aufgedeckt wird, wie tief diese Firmen in dieser politischen Gesetzesentwicklung da drin stecken, und zwar als Think Tank, also als Nachdenkorganisation, die das ausgearbeitet hat. Wir wissen ja, wie Gesetze entstehen, da werden den Leuten nachher die fertigen Gesetze auf den Tisch geknallt, sagen so, setz um, und wenn der vielleicht noch irgendwo ein Komma vergessen hat oder so, dann darf der Politiker das noch da hineinsetzen, aber alles andere ist vorbereitet. Das ist ja Lobbyismus von heute. Ja, Lobbyismus, König Bertelsmann, das kam bei Telepolis noch. Da deckten die Piraten auf, die Bertelsmann-Akte. Eine große Anfrage der NRW-Piraten zeigt, wie weit das Unternehmen in die Politikbereiche vorgedrungen ist. Auch da wird darüber gesprochen. Auch da in NRW, dem Gütersloh ist ja der Firmensitz, das ist ja in Nordrhein-Westfalen, sitzen die also ganz dick und fett drin. Aber nicht nur da, auch hier in Baden-Württemberg beispielsweise. Gut. Ja, also das sind ganz wichtige Informationen. Und dann hier nochmal eine Veröffentlichung bei Jasmin. Revolution. WordPress.com. Schlechtes Gewissen. Bertelsmann Stiftung beklagt Hartz IV Kinderarmut. Ja, bekannt ist hauptverantwortlicher Drahtzieher von Hartz IV, die Bertelsmann Stiftung. Ja, steht's da drin. Von dort kamen die Blaupausen, die Betrüger, die Rot-Grün, Entschuldigung, nicht die Betrüger. Die Rot-Grün unter Schröder umsetzte. Mit Rückenwind durch lautstarkes Trommeln aus Bertelsmann Medien. Ja, das ist das deren Konzept, dass sie das also dann auch noch ordentlich mit verteilen. Deswegen ist ja so wichtig, dass es andere Medien gibt, so wie wir oder andere, die sich gegen diesen Mainstream wenden können. Und so weiter. Also die stecken dahinter, beklagen es aber gleichzeitig und sagen, oh, wir sind da, haben keine Schuld. Und das haben andere gemacht, ne? Die Rot-Grünen. Ne? Denen sind diese Papiere untergejubelt dann. Ne? So wahrscheinlich. Ja, und dann hier gibt es noch eine Veröffentlichung bei Cicero.de. Opium für die Mächtigen, Kolumne Grauzone. Wieder einmal macht die Bertelsmann Stiftung mit einer Studie von sich reden, diesmal über Populismus. Das Muster ist dabei immer gleich. Unter dem Deckmäntelchen des zivilgesellschaftlichen Engagements soll die Gesellschaft auf Linie gebracht werden. Ja, also, und da gleich die Lies Mohn mit ihrer
Angela, sie führt ja die Angela, sie ist ja die Führerin vom Angela. Naja, okay, also das nur noch mal so ein wenig zur Erinnerung, dass die hauptsächlich hinter diesen ungeheuerlichen Terrorakt der sogenannten Hartz-IV-Gesetze stecken. Das darf man bitte nicht vergessen. Ja, ja, und die, was ihr empfiehlt, ist der öffentliche Aufschrei. Wo bleibt denn der Aufschrei, vor allem der Betroffenen, der Hartz-IV-Leute? Warum wissen das die Hartz-IV-Leute alle nicht? Gut, man kann sagen, die viele davon haben keine Kohle, sich mal Internet zu leisten. Obwohl ich das bezweifle. Inzwischen dürfte das durchaus bei den meisten vorhanden sein. Es gibt Leute, die damit nicht umgehen können und so. Okay, aber sagen wir mal, die Mehrzahl, es sind ja auch sehr viele junge Menschen dabei, die können doch einfach ins Internet schauen. Die können sich doch schlau machen. Die können zum Beispiel einer solchen Sendung hier zuhören oder einen solchen Artikel lesen, können auch diese Beiträge nachvollziehen. Da müsste ihnen ja klar werden, da dürfte der Denkprozess anfangen, dass da mehr dahinter steckt, als das, was man ihnen erzählt. So. Also, wo bleibt der Aufschrei der Betroffenen? Denn wenn das mehrere Millionen sind, und 4 Millionen sind wahrscheinlich viel zu wenig, sind es vielleicht 6 oder 8 Millionen, ich weiß es gar nicht genau, die sollten in die Puschen kommen. Wenn die nämlich nicht langsam mal anfangen, was zu tun, dann wird das nichts. Und sich nicht einfach abwimmeln lassen von irgendwelchen Gruppierungen, die da die Leute aufsammeln und beruhigen, ja, das wird schon, mach einfach das, was sie sagen und du kriegst die Kohle und so. Es darf selbst nachgedacht werden. Auch die Aktivisten müssen wieder aktiv werden, müssen auch in diese Bresche schlagen, ja, und sehen, was da alles auf uns zukommt. Und die Aufklärer, auch da, wie wir. Und ich habe das heute deshalb auch nochmal zum Thema gemacht, weil das wichtig ist, dass das alles nochmal klar wird. Die Menschen sind auch vergesslich. Und solche Polypenorganisationen wie Bertelsmann und solche Großunternehmen, die also so direkt in die Politik und unser Leben eingreifen können oder es einfach tun oder es sogar Methode hat, denen muss dringend das Handeln untersagt werden. Es muss einen öffentlichen Aufschrei geben. Darunter eben diese Abbildung dieses Versagers da, dem Gerhard Schröder, der sich hat kaufen lassen von solchen Leuten. Hartz IV vergessen steht da, kraftvoll, mutig und unmenschlich. Ein SPD-Vereinsmitglied, wobei der Verein ja als Firma fungiert. Ne? Das ist auch klar. Ja, und da kam nochmal das vom kritischennetzwerk.de, was ich vorhin schon teilweise verlesen habe. Merkt denn also bitte niemand, dass die eitlen Politikerfiguren nur ausführende Organe dieser Machenschaften sind? Wie kann man solche Parteien und Politiker noch gar wählen, die sich solcher Verbrechen, solcher korruptiver Geschäfte hingeben wie die SPD, die Grünen, die CDU, CSU oder wie sie alle heißen? Da ist keine Partei besser wie die andere. Ja, das darf man sich fragen. Gell? Hier darunter ist eine Abbildung eines Gemäldes. Das Gemetzel der Unschuldigen von Daniele Riccarelli ist das wohl offenbar gemalt. Der Link ist da zu finden, wo eben dargestellt wird, wie das ist, weil es kein zeitgenössisches Bild davon gibt, weil es ja noch nicht stattfindet und die Bilder, die vorhanden sind, dann aus anderen Regionen stammen. Und auch sehr blutig sind, kann man das hier in diesem Gemälde sehen, was dann geschieht. Da wird also aufeinander losgeschlagen mit allem, was man hat. Da gibt es keine Menschlichkeit mehr. Handeln denn die Menschen erst, wenn es zu spät ist? Wenn es auf den Straßen zu Überlebenskämpfen kommen wird, wie es von den Drahtziehern gewünscht ist? Die wollen das ja. Die wollen ja, dass wir uns alle gegenseitig an die Köpfe und an die Gurgel gehen. Die wollen es. Die holen ja deswegen auch diese ganzen Massen von Migranten rein, damit es noch mehr Leute gibt, die gegeneinander kämpfen können und vor allem denen es wurscht ist, ob du leben bleibst oder nicht. Ja, also wenn sich dann die Drahtzieher, also die das einfädeln, zufrieden schmunzelnd auf die Schultern klopfen, wenn verzweifelte Menschen
sich auf den Straßen prügeln, sich gar umbringen. Mittendrin die bewaffneten Uniformierten, die dann auch dezimiert werden können. Man sah jetzt so eine Auseinandersetzung in Griechenland, wo eben bewaffnete Uniformierte bei Zwangsräumungen, bei Beschlagnahmen von Gebäuden dann diese Machenschaften der von Banken ausgehenden Konfiszierung noch mit Knüppeln und was weiß ich verteidigten gegen die Menschen, die aus diesen Häusern rausgeworfen wurde. Und die kamen auch ganz schön in Bedrängnis, diese bewaffneten Uniformierten. Also wie kann man dann eigentlich noch ruhig schlafen, wenn man einen solchen Job macht, in der Form? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, genüsslich werden dann die Drahtzieher jeden Toten beklatschen, der im Gemetzel jeder gegen jeden als unnützer Fresser weniger in die Bücher eingetragen werden wird. Tja. Und darunter eine Abbildung gefunden bei Junge Freiheit im sozialen Brennglas. Entschuldigung. Ich lese das mal gerade vor, weil das auch ein wichtiger Artikel ist zum Nachdenken. Wo es hier speziell um die Tafeln geht, ein mutmaßlich von Linksextremisten beschmierter Wagen der Essener Tafel, die ja, wenn ihr das erinnert, gesagt haben, dass sie vor allen Dingen auch die deutschen Bedürftigen, also die aus Deutschland stammen, da bevorzugt also in die Tafel haben wollen und nicht die ganzen Migranten, wie es am Anfang gewesen ist. Wie in einem Brennglas, so zitiere ich von da, sehen wir in Essen Folgen unkontrollierter Masseneinwanderung. Helle Empörung löste im fernen Berlin und bei überregionalen Medien die Nachricht aus, dass Jörg Sartor, Chef der Essener Tafel, seit Jahresbeginn keine Ausländer mehr als neue Kunden aufnehmen will. Wie auch schon an anderen Orten war die Situation beim Verkauf der vergünstigten Lebensmittel außer Kontrolle geraten. Insbesondere deutsche Rentnerinnen und alleinerziehende Mütter seien bedrängt worden. Es mangele an Respekt gegenüber Frauen, so Sartor, ich zitiere, im Mikrokosmos der Essener Tafel sieht man ein soziales Gefüge implodieren, ein Vorgang, der sich tausendfach im Land zu einem Sprengsatz addiert. Es war fast absehbar, was folgte. Chaoten beschmierten Fahrzeuge und Gebäude der Essener Tafel mit Parolen wie Fuck Nazis, Tafelchef Sartor erwägt sogar einen Rücktritt wegen der Beschimpfungen. Die SPD hat sich vom Volk entfernt und die Politik, die den Schlamassel zu verantworten hat, weil Außengrenzen nicht kontrolliert und Ausreisepflichtige nicht abgeschoben werden, statt sich in der äußersten Not Handelnden zuzuwenden, kritisierte Familienministerin Barley von der SPD die Essener Tafel, eine Gruppe pauschal auszuschließen, passe nicht zu den Grundwerten einer solidarischen Gemeinschaft. Angela Merkel dekretierte ohne ein Wort des Mitgefühls für die bedrängten Ehrenamtlichen, man solle nicht solche Kategorisierungen vornehmen. Ja, und so weiter. Ich will das auch nicht weiter vorlesen. Es ist vermutlich auch nur ein Theaterspiel, das inszeniert ist, um eben die Gemüter gegeneinander aufzubringen. Das Beispiel der Tafel zeigt doch auf, dass es sich um ein gut organisiertes Verarmungs- und Aushungerspiel handelt. Eine ganze Hungerindustrie hat sich gebildet, die zudem an der Not kräftig mitverdient. Ganze Fuhrwagenflotten und tausende Beschäftigte mit Millionen Umsätzen managen die Armut so weit, dass es noch zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben gibt. Ganz im Sinne der Globalisten, die das so für ihre NWO wollen. Nur 10 von 100 sollen es überleben. Ja, das ist nochmal die Abbildung, die ich da auch häufiger schon zitiert habe, wo ich das mal bildlich dargestellt habe. Wo ganz viele Menschen in Figuren, so Puppenfiguren dargestellt, mit einem Kreuz versehen sind. Das heißt, die sind nachher dann nicht mehr dabei. Ja. Nur ganz wenige, die in einem Kreis stehen, sind dann noch zu sehen. Also hier in dem Bild nur 2. Ja. Also das Eugenikprogramm der neuen Weltordnung, nur 10 von 100 sollen überleben. Das ist die Aussage, die man ja auf den Georgia Guidestones auch nachlesen kann.
Ja, wann endlich begreifen es also diejenigen, die Intelligenz haben, die betroffen sind, vor allen Dingen auch die Hartz-IV-Opfer, ja, und die, die noch menschlich sind. Ein großer Aufschrei, ein Zusammenfinden aller, die diese Tyrannei nicht mehr wollen, ist nötig. Man sieht darunter eine Abbildung eines rot gefärbten Wassers. Es ist kein Blut. Ich habe das gefunden, es passte aber für die Darstellung eines ähnlichen Szenarios. Wenn wir nichts und das nicht baldig unternehmen, geht alles einen schrecklichen Lauf. Es wird Blut und Leichensaft die Bordsteine herunterfließen. Es wird ein Schrecken ohne Ende geben. Das Aussitzen, das Hoffen auf ein übergeordnetes Eingreifen von irgendwoher ist nicht die Lösung. Jetzt muss gehandelt werden. Wir sollen uns gegenseitig helfen, unterstützen, ergänzen. Nur dann schaffen wir es, bitte, diesem Schrecken vielleicht zu entgehen. Ja, in dem Sinne wollte ich das einfach heute nochmal zum Thema machen, damit alle auch sehen, wie eng wir dran sind, ja, an diesen Geschehnissen, was da alles geschieht, ja. Okay, ihr könnt mitmachen, ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakeness.net, da ist auch einiges da, was ich jetzt im Laufe der Sendung mit reinnehmen will. Ja, es gibt da noch einmal eine Nachricht, eine weitere unterirdische Anlage von Cabal Mic befand sich auf der Kanareninsel in der Nähe der Cumbre Vieja Vulkans. Die Basis enthielt einen weiteren Harp-Repeater, der die Ursache für die vielen jüngsten Erdbeben war. Da gibt es also einen Link dazu, dass man das nachlesen kann. Die Kabalen nutzen jede Chance, um eine Katastrophe mit Verlust des Lebens zu schaffen. Es liegt in ihrer Natur, dass Unschuldige geopfert werden müssen, um ihrer Gottheit zu gefallen. Diese Errichtung oder Einrichtung wurde zerstört aufgrund der Instabilität des Vulkans, die durch den Harp-Repeater verursacht wird. Können Erdbeben jedoch immer noch auftreten. Im Jahr 2012 konnten seltsame Brummgeräusche aus Beaufort in Irland gehört werden. Und da gibt es auch noch einen Link dazu. Ja, also ich gebe euch das einfach, ich kann das nicht alles vorlesen. Es sind natürlich auch alles Informationen, die teilweise im Englisch zu sehen sind. So, hallo Detlef, das Thema deiner heutigen Sendung, Hungerspiele, die Armutssprengsätze, ist genau mein Thema. Ein bei der Button, die heimliche Menschenschinder-Sekte aus Nürnberg, den du mal irgendwo auf wakeness.net einblenden könntest und mit diesem Artikel verlinken könntest. Ich mache das gerade mal auf. Da steht, Versklavung der Menschheit über neurolinguistische Programmierung aufgedeckt. Ja, das gebe ich euch als Link dazu. Das ist mir jetzt zu viel zum Vorlesen. Aber das ist gut, wenn man da ganz viele Informationen miteinander teilt und verlinkt. Jetzt kommt noch was. Der Titel ist etwas provokativ. Warum verleiht diesem Neger niemand das Bundesverdienstkreuz? Da ist ein Link, das ist die ultimative Klatsche für unsere verkommenen Politiker. Dieser Bimbo in Anführungszeichen hat wesentlich mehr Charakter, Anstand und Bildung als weit über 50% unserer Politiker. Da denke ich nur an, die Aufzählung von hunderten Bundestagsabgeordneten möchte ich mir sparen. Stellvertretend nenne ich die absolute Mehrheit der Grünen plus A. Merkel. Ja, und da geht es um den, der da also immer, ich habe den Namen leider nicht im Kopf, da müsste ich das gerade mal eben öffnen, vielleicht steht das da drin. Das ist Serge Menga heißt er. Ja, ich gebe euch das dann später auch gerne noch dazu zum Nachlesen. Es ist auch schon ziemlich weit verbreitet. Also der ist sehr bekannt. Also vom Gesicht her, aber vom Namen hatte ich das jetzt gerade nicht auf dem Radar. Okay, vielen Dank dafür. Ja, gehen wir weiter. Jetzt muss ich mal sehen, jetzt ist mein E-Mail-Programm hier gerade verschwunden. Jetzt ist wieder da. Hartz-IV-Todesliste online. 45 registrierte Tote durch Hartz-IV der Agenda 2010. Die Liste trug ursprünglich den Namen Schinders Liste, konnte jedoch aus rechtlichen Gründen nicht länger aufrechterhalten werden. Hier die Übersicht fein säuberlich zusammengetragen.
Das kommt von die Opfer der Agenda 2010 WordPress.com. Das gebe ich euch später rein. Da könnt ihr das alles nachlesen, welche die Vorkommnisse und die Namen der Opfer. Ja, es ist schrecklich, was da also schon geschehen ist. Jetzt kommen noch mal apropos Bertelsmann. Schauen wir da mal rein. Jetzt ist gerade wieder hier mein E-Mail-Programm etwas überfordert. Will jetzt hier gerade nicht. Wahrscheinlich sitzen wieder irgendwelche Leute dahinter. Soll ja solche geben, die also nicht so gerne möchten, dass das, was wir hier so berichten, auch dann an die Öffentlichkeit kommt, ungehindert. Oder? Schauen wir nochmal, ob es jetzt geht. Ich glaube, ich muss das einmal zumachen und wieder neu starten. Da ist irgendein Fehler drin. Es geht gleich weiter. Ja, und macht doch Folgendes. Geht mal zwischendurch auch bei mir auf die Seite wakeness.net News. Auch da werden immer heiße Informationen verlinkt, die wichtig sind, dass man sie durchliest. Zum Beispiel bei der Rothschild-Dynastie gibt es jetzt den Generationswechsel. Wir wissen schon, bei den Rockefellers ist das schon geschehen, nachdem der David Rockefeller ja tot ist inzwischen. Gab es da auch die Nachfolgepositionen schon, aber hier bei Rothschild ist jetzt der Alexander de Rothschild, der den David de Rothschild da ablöst. Ja, also auch das immer interessante Informationen, damit man dann auch sieht, wie das da weitergeht, mit welchen Figuren. Ja, und die Fahrverbote in Deutschland, in Anführungszeichen, ist gemeint, ist ja immer der Bund, die werden also jetzt eingeleitet. Das hat alles Programm. Man sieht das ja. Wir haben das ja vorhin besprochen, die Zeitvorausplanung bis 2050 soll der Individualverkehr verschwunden sein. Das sind so die ersten Stufen dazu. Ja. Ja, hier kam noch was, was die CIA in der BRD jetzt überhaupt nicht brauchen kann, ist Frieden. Ja, das kam auch beim Aufgewachten. Auch da nochmal reinschauen. Steckt viel Wahrheit darin, oder? Jetzt gucke ich mal, jetzt hat das hier geklappt. Jetzt schauen wir mal. Hallo Detlef, die Deutschen müssen endlich selber aktiv werden. Anstatt auf einen deutschen David Icke, Detlef von Wakeness Radio oder einem Norbert Balkenberg von Time to Do zu warten. Schon Karl Marx sagte, in seinem Sessel, behaglich dumm, sitzt schweigend das deutsche Publikum. Karl Marx war ein deutscher Philosoph, Ökonom, Gesellschaftstheoretiker, politischer Journalist, Protagonist der Arbeiterbewegung sowie Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft und der Religion, war aber selbst auch, gehörte der Minderheit an. So, ja gut, also das Zitat ist dort zu finden. Ich kann es euch später nochmal verlinken. Wie man als Polizist oder Soldat noch ruhig bleiben kann. Hallo Detlef, die Polizei, Soldaten, Privatarmeen und Nuklearstreitkräfte werden übrigens mit leichten Drogen kontrolliert, welche die Empathie zu den Menschen zu 100% ausschaltet. Dazu ein kurzer Auszug aus dem Zitat von Karl Friedrich von Weizsäcker. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Um die Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Karl Friedrich von Weizsäcker, auch Karl Friedrich Freiherr von Weizsäcker, war ein deutscher Physiker, Philosoph und Friedensforscher und Freimaurer. Vermutlich, der wusste natürlich schon alles Bescheid. Hier noch ein schönes Zitat von Georg Schramm zu Lise Mohn. Wäre die Kanzlerin wirklich opportun gegenüber ihrem Volk, dann verlöre sie die Gunst ihrer Geldverleiher. Ihre Macht ist nur geliehen. Dass Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt gekürt wurde, ist eine Farce. Sie ist noch nicht einmal die mächtigste Frau im eigenen Land. Dass die Zeitungen jetzt schreiben, Ursula von der Leyen ist die zweitmächtigste Frau von Deutschland, ist eine vertölpelte Volksverdummung von ihnen. Und zwar eine bewusste der Presse, die es schreibt. Die mächtigen beiden Frauen in diesem Land sind Lise Mohn und Friede Springer. Bertelsmann und Bildkonzern. Jawohl, das ist wohl richtig, gell? Ja, es sind noch viele Mitteilungen da. Schau mal, dass ich das eine und andere nochmal reinnehmen kann. Hier, GEZ steckt Mann einer schwangeren Frau in den Knast. Das kam bei Heiko Schrang bei mmnews.de und machtsteuerwissen.de.
Ja, das ist denen wirklich vollständig egal, was. Also. Es wird hier ordentlich reingehauen. So, Eva Herrmann über die letzten Denker der alten Garde. Es ist gefährlich geworden, selbst zu denken. Ja, aber wir lassen uns davon nicht abwimmeln oder einschüchtern, oder? Ja, okay, es gibt noch einiges. Ich gebe das dann später rein, weil ich da nicht mehr dazu komme, das alles vorzulesen. Wir danken euch, wenn ihr Wake News unterstützt. Ich danke euch, wenn ihr in meinem Rechtfall mich unterstützt. Wie das alles geht, das könnt ihr finden auf den angegebenen Links. Wer sich da nicht zurechtfindet oder wer noch Fragen dazu hat, darf gerne Kontakt zu mir aufnehmen unter redaktion@wakenews.net. Und allen nochmal herzlichen Dank, die bereits geholfen haben oder noch weiterhelfen können und wollen. Ist toll, dass ihr das tut, weil anders ginge es gar nicht. Ja, ganz wichtig. Und schaut unbedingt auch beim laufteufel.de rein. Es ist ein eigenständiger Internetshop, der nichts mit Wakeness zu tun hat. Aber der Achim hat natürlich große Sympathie für uns, sonst würde er es ja nicht machen. Und bietet so also uns allen an, dass wir so Wakeness Textilien bei ihm beziehen können. Damit wird der Name Wakeness bekannter und der Slogan für alle, die aufwachen wollen, beziehungsweise ich bin Mensch und keine Person. Und natürlich die Medien werden dadurch bekannt und das ist der Hauptsinn dahinter. Ja. Man kann quasi also dann auch ein bisschen Werbung für Wakeness machen und hat dabei auch noch ein Textil auf eins oder mehrere, die für Aufmerksamkeit sorgen. Und ihr seht es hier nachher später im Video. Ich bin froh, dass ich diese Jacke hier habe, weil die hält mich jetzt hier warm. Sonst könnte ich hier an diesem Platz im Moment heute nicht aushalten. Ja, ein bisschen zu kalt. Okay, damit sind wir eigentlich durch. Wir sehen uns dann das nächste Mal in der nächsten Woche. Wie gehabt, dienstags und donnerstags. Und am 10. März will ich gleich ankündigen, nächste Woche Samstag haben wir wieder eine United We Start Podiumsdiskussion oder Roundtable, runder Tisch Gespräch mit interessanten Leuten. Auf Englisch allerdings, ich wollte es nur schon mal erwähnen, das wird also hochspannend. Da solltet ihr auch mal reinhören, wer des Englischen mächtig ist. Ja, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wir versuchen dann die noch ausstehenden Videos baldmöglichst hochzuladen. Wir haben natürlich auch noch andere, die noch bearbeitet werden müssen. Wir sind selber auch im Moment ein bisschen arg dran, weil wir ja auch zusehen müssen, selbst zu überleben und so weiter. Ne? Aber wir tun, was wir können. Danken euch. Und wir hören jetzt ausgangs noch von Mozartdampfer etwas, nämlich Creature oder Creature, Geschöpf heißt es. Und werden wir dann umspulen auf die Wiederholung von Nova K, Coma Vision und von Michael Ziegler, The Right Way. Und dann hört ihr als erstes die Sendung vom letzten Mal, nämlich Krieg der Reichen und Globalisten gegen die Menschen. Auch nochmal wichtig zuzuhören, wer es auch vielleicht verpasst hat. Und dann die Wiederholung der heutigen Sendung. Klasse, dass ihr da wart. Satellite von Wakeness Radio, Wakeness TV. Bis dann. Ciao, ciao. Wake News Radio, Wake News TV für alle, die aufwachen wollen. Neue Weltordnung, Versklavung, Dims, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, wakenews.net. Fall. My baby's on the run. She wants to have some fun.
that's not for me. I don't really mind people of your kind. You should leave me, I won't repeat it. I would never say, I want you to stay here. Take it easy, that's not for me. I don't